Teil 2 zu Sacha Kiniko und Kliniko und Kinesis. Gemäß Paragraph 34 der allgemeinen Gesetzgebung für alternatives Leben übernehme ich für euch die Aufgabe der Bewirtschaftung und Pflege und Hege des von euch nicht mehr beanspruchten Raumes. Ich bin gerne bereit, in eure Gesellschaft juristisch aufgenommen zu werden, aber ich bitte nicht darum, denn ich komme als der euch gesandte Heilsbringer, der niemandem seine Werke, seinen Ethos aufdrängt, aber gerne bereit ist, jedem diese teilnehmen zu lassen, wer darum bittet. Obwohl also ich bereit bin, die geforderten finanziellen Mittel aufzubringen, um in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden und entweder auch Abbitte zu leisten durch entsprechende Entschädigungen und Entlohnungen für den zwar nicht Besitzenden, aber den, der das Nutzungsrecht innehat, welches ja inzwischen kein Nutzungsrecht mehr ist, sondern ein Unnutzungsrecht, entweder als Miete, als Pacht oder auch als Kauf. Ihr werdet sagen, es gibt dieses Gesetz doch gar nicht, aber was soll's? Als man Beethoven frug, dass er dieses neue Gesetz in die Musik einfügte, sagte er, dann ist das halt von nun an Gesetz. Und wer hat Lenin schon gefragt, ob dieses sein neues Gesetz konform, kommod oder auch gewollt wäre? Alle neuen Gesetzgeber schaffen das eigene Gesetz. Und hiermit gilt das alternative Obsessionsrecht. Wer ein Land, das das Recht, ein Paradies, das das Recht auf beschützt werden hat, hier siehe die Spinne, der möge dazu fähig, berechtigt und in der Lage sein. Sollte das Nutzungsrecht durch entsprechende Entschädigung an mich übergehen, wird dieses Kleinod am Strande, dieses brachgelegte Stückchen Land mit dem wunderschönen Häuschen darauf, umgewandelt werden in ein Begegnungshaus für alle, die da mühselig und beladen sind und heimbeergehen und um Übernachtung für Dichterlinge und Schreiberlinge, für Kurzurlauber, für jedem, der es kurzzeitig bedarf, Seelenheilung an diesem schönsten aller Plätze zu beanspruchen. Keinem gehört alles, niemandem gehört nichts, alles gehört allen. Das ist Paragraph 1 der alternativen Lebensweise. Und hiermit nehme ich im Namen eines Kunstprojektes diese Ländereien von mikrosomalem Ausmaße in denjenigen Besitz, den mein Körper nicht anders beanspruchen kann, nämlich immer nur das Reale unter seinen Füßen mit sich zu tragen und nur so lange am Ort zu sein und diesen zu besetzen, solange er den Willen aufbringt, hier stehen, sitzen oder liegen zu bleiben.
wenn ihr damit nicht einverstanden seid, sehen wir uns bei den entsprechenden Instanzen und diskutieren das gerne aus. Es ist, glaube ich, soweit ich die Gesellschaft und das Land kennengelernt habe, höchste Zeit, dass wir wieder ins Gespräch und vor allem ihr untereinander kommt. Das ist zum Beispiel auch sehr lustig und schön. Hier leben kreative Geister, aber leider in Autismus.